Wir sind gefangen in einem Schloss. Und unser einziger Weg, um zu entkommen, ist es zu sterben. Werden wir es aus dem Schloss schaffen? Das seht ihr in dieser Folge. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Lucky Tower. Part 2. Wir sind immer noch der Frosch, Leute. Ja, der gute alte Water Frog. Und kann man da hochhüpfen? Okay, sehr gut. Hier lang. Was jetzt? Hey, wir sind wieder zurück. Nice, sehr stark. Cool, kann ich... Da bitte durch. Hallo, Entschuldigung. Der lässt mich nicht durch. Der ist zu breit, wie ein Türsteher. Yo, was? Alter, übrigens, Leute. Falls ihr die erste Lucky Tower Folge nicht gesehen habt, müsst ihr euch angucken, um was es da geht. Genau, wir müssen hier nämlich entkommen, bla bla bla. Checkt einfach die letzte Folge aus, die war mega geil. Und wir müssen jetzt hier versuchen, weiterzukommen. Ja. Und es geht immer darum, hier sozusagen durch Türen zuzugehen und versuchen zu überleben. Beziehungsweise halt, ja, man stirbt so oder so einfach. Aber ihr werdet es jetzt schon sehen. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ja. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Dann würde ich sagen, vielleicht gehen wir mal durch die Schneetür. Ja, lass sie mal durch die Schneetür gehen. Okay, wir sind gestorben. Das ist das, von was ich gerade gesprochen habe. Man stirbt und man kommt sonst nicht weiter. Man muss einfach alles ausprobieren, um dass man weiterkommt. Also Snowy, die Tür ist es auf jeden Fall nicht. Sprich, wir probieren mal Puffles. Puffles kann ja nicht schlimm sein. Puffles klingt eigentlich ganz süß. Puffles frisst uns auch. Mann! Puffles kann ja nicht schlimm sein. Wizardrix. Wow. Ist es euer Ernst? Und was mit ihm hier? Ein Cutie Pie. Jetzt ist er unser Freund. Nein, wie cool. Jetzt haben wir einen kleinen Freund, der uns hier hilft. Das hier ist übrigens der Typ, der uns immer Waffen verkauft, Leute. Okay, an der Stelle, falls ihr es noch nicht kennt. So, die Ratte am Spieß ist es jetzt, okay? Die Ratte am Spieß. Mein Gott, was ist das? Es ist so weird. Was zum Teufel? Okay, ja gut. Wir machen einfach mal weiter. Hier sind wieder ein paar Türen. Wir haben jetzt hier unseren Cutie Pie mit dabei. Das ist hier der... Velociraptix oder wie auch immer der hieß. Und wir probieren jetzt einfach mal weiter die Türen aus. Wir gehen durch diese Tür. Sieht gut aus. Die Tür ist abgeschlossen. Können wir hier rüber hüpfen? Ah. Okay, da ist ein Schlüssel. Den haben wir jetzt. Wie kann man so dumm sein? Wie kann man so dumm sein? Wie kann man noch dümmer sein? Ich spring gleich selber da runter. Was ist denn jetzt los? Helfen Sie mir. Bitte, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Einmal den Schlüssel. Okay, einmal hier rüber jumpen. Und die Tür war's, ne? Ja, Mann. Okay, hier ist wieder unser komischer Typ mit der langen Nase. Unser Gargamel. Und der... Was hat der jetzt dieses Mal für crazy Waffen? Irgendwie... Okay. Was? Essen ist fertig? Nein. Nein, was? Ich dachte, er war unser Freund. Oh. Was? Nein, oh nein, wieso tut er ihn essen? Das war doch unser kleiner Freund. Oh Gott, wieso hat er das gemacht, dieser fiese Typ? Was ist denn jetzt mit ihm? Bist du dumm? Gehst du weg von mir? Gehst du weg, sonst piekse ich dich mit dieser... Er hat mir einfach eine reingehauen. Hä, muss ich jetzt vor ihm weglaufen oder was? Ich glaube, er verfolgt mich jetzt einfach bis ans Ende der Welt. Was? Was ist das? Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Er ist unterwegs. Ah! Ah! Er ist unterwegs. Geh weg. Da rein. Bücher. Ich hasse Bücher. Oh, nein. Da rein. Oh, der ist schon wieder da. Was ist jetzt los? Da, du. Kannst du mir helfen? Sexy Books. Hilfe. Kriege ich ihn so? Nein, er tötet mich trotzdem. Ah, er war doch immer so ein guter Freund. Kann ich ihn nicht irgendwie so töten vielleicht? Wenn ich hier versteckt bleibe, dass er dann erwischt wird? Nein, ihm passiert einfach gar nichts. Vielleicht so? Wenn er jetzt hierher kommt? Er kommt nicht. Nein, jetzt sterbe ich schon wieder. Hilfe, Hilfe, nein, 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 nein. Okay, hier durch. Sorry, guys. Das hat geklappt. Oh, oh. Hilfe! Eat Shakespeare, hat er zu mir gesagt. So, mir egal jetzt. Geht er jetzt durch. Let's go, wir haben's. Er verfolgt mich einfach immer noch, Mann, dieser Typ. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist, Mann. Geh weg von mir, du Sack. Er tötet mich. Diese Ratte, wirklich. Diese Ratte. Oh,
das könnte interessant werden. Vielleicht können wir hier durch. Komm schon. Okay. Nein! 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 Dieser Sack, ich hasse ihn. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel! Wo ist denn hier der Sinn? Hier runter gehen wir jetzt nochmal. Guck mal, aber das hier war ja so... Da kommt er ja auch direkt da runter. Das ist ja auch falsch. Okay. Vielleicht müssen wir hier hin. Warten, bis er bei uns ist. Noch ein Stück. Da ist es. Das ist es. Okay, ich weiß es jetzt. Es ist hier. Okay, wir können ihn so kriegen. Okay, komm ruhig noch ein Stückchen näher. Jetzt. Ja! So, du alter Schweinehund, du. Habe ich dich ausgetrickst. Boah, man muss hier wirklich echt ein bisschen nachdenken, ey. Das ist wirklich gar nicht mal so easy. Okay, dann ist jetzt die Tür hier frei. Wer gibt uns jetzt eigentlich neue Waffen, Mann? Jetzt habe ich die ganze Zeit diese Ratte am Spieß. Es ist so dumm. Ich will keine Ratte am Spieß haben. Now that looks like an exit for real men. Nein. Ja. Wir sind draußen. Okay. Wir wurden 41 Mal gekillt? Nein. Was ist das hier? Eine Schenke. Gibt's hier Bier? Ui, da gebe ich mir jetzt ein Bier, oder? Mr. Uglyface. Okay. Okay. Okay, mein Süßi. Moin. Oh, sorry. Hier sind auf jeden Fall ein paar... Was steht hier? Wer Feste feiern will, muss Feste arbeiten. Okay, Jungs, Mädchen und Stars. Was ist hier drin? Okay. Da sitzt jemand auf einer Menge Cash. Hier ist ein Teleporter. Zeig mal her. Oh, crazy. Wo geht's denn jetzt hin? Ich bin jetzt nackt und am Anfang. Es war das Ende. Nice. Okay. Das ist das Game gewesen. Geil, Leute. Es war auf jeden Fall super, super crazy. Wir haben es durchgezockt. Geil. High five, Leute. Pam. Da ist auf jeden Fall der Frosch für Water Frog und für mehr Merchandise, Leute. Schaut auf lars-so.de vorbei. Da gibt es nämlich neuen coolen Merchandise. Und ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Es war mega nice. Hat voll viel Spaß gemacht. Kuss geht raus. Ciao, Leute.